Hey meine Dämonen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier zu New World. Mein Name ist Luzi und wir sprechen heute einmal allgemein über New World und wie scheiße das Game doch ist. Fangen wir also mit dem O-Ton aller Sachen an. Und zwar das, was man in jedem Forum liest, in jedem zweiten Video hört und in-game im Chat zuhaufe hört. Und zwar dieses ständige: Ey Mann, das ist voll unverschämt. Warum zum Henker werden jetzt die Server down gefahren? So ein Scheiß, ey. Das Amazon Games, das sich hinbekommt, als Milliardenunternehmen hier vernünftig zu handeln. Das ist ja unfassbar. So ein Drecksgame, aber auch nur Bugs und Exploits. Was können die Vollidioten überhaupt? Ja, ich stimme euch da vollkommen zu. Und auch so Aussagen wie: Naja, und andere Indie-Game-Entwickler schaffen das sogar besser. Und andere Unternehmen gehen das auch besser hin. Nur Amazon Game Studio als Milliardenentwickler kriegt es nicht gebacken. Natürlich. Absolut. Ich stimme euch dazu. Es ist ja auch nicht so, als gäbe es bei GTA und Red Dead Redemption irgendwie die meisten Bug-Compilations. Und Cyberpunk hat auch nicht monatelang gebraucht, um das Spiel einigermaßen spielbar zu machen. Und es ist auch nicht so, als ob jetzt irgendwie bei jedem WoW-Update irgendwie erstmal die Serverwarteschlangen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sind. Oder generell, was Blizzard so rausbringt, auch bei Diablo, da gab es auch letztens überhaupt keine Warteschlangen oder Server-Downtimes. Und gerade Indie-Entwickler wie bei The Forest, wo Baumstämme quer durch die Gegend fliegen, No Man's Sky 2 Jahre gebraucht hat, um ein gutes Game zu werden. Dark Souls Speedruns, die gemacht werden, wo man eigentlich nur durch irgendwelche Wände glitscht und auf dem Boden läuft, ohne dass da irgendwas ist. Oder wie Valheim, das bis heute noch immer kein Update hat mit einem neuen Boss. Also, ja, ihr habt recht. Andere Entwickler machen das viel besser. Vielleicht sollte New World auch einfach umsteigen und werden wie FIFA. Mit 1000 Lootboxen. Klingt für mich auf jeden Fall besser. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Wir kommen jetzt einfach mal ganz neutral zu den negativen Punkten der Spieler, Informationen von den Entwicklern, positiven Dingen von meiner Seite aus und Verbesserungsvorschläge, die ich so an das Game bringen würde. Und jeder, der sich übrigens bei dem ersten Part hier angesprochen fühlt: Leute, New World ist nicht das einzige Game, was Probleme hat. Und es ist nicht das einzige Milliardenunternehmen, was dahinter steht, was es nicht auf die Kette bekommt, Dinge zu machen. Programmieren und Game Development ist eben nun mal keine einfache Sache. Und ja, auch mich stören viele Dinge und auch ich schlage mir manchmal die Hände über dem Kopf zusammen. Ich fange da aber nicht an, wie ein hysterisches Kind im Forum durch die Wände zu schlagen. So. Kommen wir also mal zu den negativen Punkten, was so Spieler anbringen. Zum einen bemängeln sie das Quest-System. Es ist relativ eintönig und man verliert relativ schnell die Lust, weil es immer wieder dasselbe ist. Und das kann ich eigentlich im Endeffekt auch so unterschreiben. Finde ich persönlich jetzt aber nicht ganz so schlimm, weil das Game sollte halt irgendwie eigentlich mal nur auf PvP ausgelegt sein und wurde dann in Anführungszeichen im letzten Moment auf PvE umgeschwenkt. Und dafür finde ich das Quest-System eigentlich relativ gut gemacht, da man auch noch viele andere Dinge hat, die man machen kann in dem Game. Ja, es ist ein Verbesserungspotenzial, aber ich sehe es nicht als kritischen Punkt an. Dann haben wir als nächstes Bugs und Exploits. Ja, die springen aktuell aus jeder Ecke hinaus, da gebe ich euch recht. Aber es ist wie gesagt nicht das einzige Game, wo es Bugs und Exploits zuhaufe gibt. Zum anderen werden diese sehr, sehr schnell gefixt, zumindest wenn sie gamekritisch sind. Was auch zum nächsten Punkt führt: Downtime durch Fixes. Viele Leute beschweren sich, dass gerade in der Primetime als Beispiel die Server runtergefahren werden für eine Wartung oder eben der Handelsposten deaktiviert wird, so wie es aktuell der Fall ist, oder andere Dinge gemacht werden und die Spieler das Game nicht spielen können für 3 oder 4 Stunden. Leute, ihr solltet darüber froh sein und eigentlich sagen: Gott, geil, dass Amazon so schnell daran arbeitet und so schnell Bugfixes aufspielt. So verhindern sie auch größeren Schaden an zum Beispiel der Economy oder ähnliches. Außerdem müsst ihr euch überlegen, dass je nach Alter von euch ihr noch 20, 40, 60 Jahre lang lebt.
Das umgerechnet in Tage, das umgerechnet in Stunden. Ihr habt noch genug Zeit, das Game zu spielen. Keine Sorge. Dann wurden natürlich auch viel die Serverwartezeiten bemängelt. Ja, die waren am Anfang echt hart und waren natürlich auch relativ frustrierend. Die waren aber im Gegensatz zu anderen MMOs noch nicht mal ganz so schlimm. Wenn ich überlege, dass andere MMOs manchmal 3-4 Tage unspielbar sind, ist so ein 3 Stunden Wartezeit eigentlich vollkommen okay. Aber auch das hat sich gebessert und man hat ja jetzt einen kostenlosen Servertransfer, womit man sich auf einen Server beamen kann, der eben nicht so eine große Wartezeit hat. Dann wird von vielen die Economy als negativ bewertet. Ja, es ist unglaublich schwer, eine Economy aufrechtzuerhalten, wenn das ganze Spiel von Spielern gelenkt wird. Hier haben wir nämlich aktuell das Problem, dass quasi alle Leute craften, alle Leute sammeln und es deswegen natürlich auch viele Dinge im maximalen Überfluss gibt. Aber auch das wird sich mit der Zeit regeln. Und denn je weniger Spieler irgendwann noch auf das Crafting gehen, vielleicht fertig sind, auf Level 200 sind und gar nicht mehr so viel Zeit da rein investieren, sondern eher sich irgendwie Ausrüstung grinden oder sonst was, wird sich der Marktpreis ebenfalls regulieren. Außerdem haben wir ja auch aktuell immer noch die Möglichkeit, unsere Sachen weiterzuentwickeln, also zu veredeln und damit mehr Geld zu machen. Da sind halt nur die meisten Spieler zu faul für. Dann haben wir noch das Lauf- und Teleportsystem. Das Teleportsystem ist relativ teuer, das Laufen dauert lang, wir haben keine Reittiere und die Spielwelt ist ziemlich groß. Und ja, wenn man in einer Hauptstory-Quest ist und einmal quasi quer durch die Map teleportieren muss oder auch laufen muss, weil man die Sachen noch nicht freigeschaltet hat, dann kann das frustrierend sein. Aber New World ist auch kein Game, was darauf ausgelegt ist, schnell gespielt zu werden. Es ist ein relativ langsames und gemütliches Game. Das heißt, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Ja, es wäre nice, wenn man mal hier und da einen Boost hätte, was die Laufgeschwindigkeit angeht. Aber es ist nichts, was mich unbedingt von den Socken haut und wo ich sage, oh nein, wie kann man das nur machen? Oh nein! Was man halt einfach lernen muss, ist mit diesem System klarzukommen und sich Möglichkeiten überlegen, wie man das System etwas besser austribbeln kann. Ich persönlich habe ja jetzt mittlerweile 3 Häuser plus den Gasthofpunkt. Das heißt, ich kann mich für maximal 50 Azov, egal welche Belastung ich habe, quer über die ganze Map teleportieren und bin eigentlich an jedem Punkt extrem schnell. Das heißt, mit zunehmendem Spielverlauf und je mehr Häuser man besitzt und man diese taktisch klug platziert, hat man die Probleme des teuren Teleportsystems gar nicht mehr und muss auch gar nicht mehr solche Laufwege laufen. Das waren eigentlich so die kritischsten Punkte, die die Spieler in Foren und auch im Ingame-Chat etc. ansprechen. Ich persönlich, ja, natürlich gibt es viele Dinge, wo ich aussage, das muss nicht sein und ja, das nervt mich gerade. Aber für mich gibt es einfach schlimmere Dinge. Ich habe schon so viele MMOs gespielt, so viele Games gespielt. Ich könnte euch mit den Dingern totwerfen. Und von daher lernt man irgendwann, solche Dinge einfach zu akzeptieren und als nicht mehr so extrem schlimm anzusehen. Es gibt noch andere Dinge. Ich kann auch draußen spazieren gehen und ich kann auch ein anderes Spiel spielen. Zumindest in der Zeit, wo vielleicht irgendwie die Server down sind oder so. Also, mein Gott, man kann sich auch aufregen und es wird sich ja auch irgendwann bessern. Es ist halt jetzt die Anfangszeit und meine lieben Freunde, für die, die das erste Mal ein MMO spielen, oder generell anscheinend das erste Mal den PC angeworfen haben. Never play on Patch Day. Und das gilt meistens für eine Woche. By the way, sollte euch das Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne fleißig in den Kommentaren mitdiskutieren. Und ja, wenn irgendeiner meint, hier ungefähr den Ton anzuschlagen, den er in-game anwendet, werde ich den Kommentar kommentarlos löschen. Denn wenn ihr diskutieren wollt, macht das auf eine anständige und vernünftige Art und Weise. Kommen wir nun zu den Informationen von den Entwicklern, beziehungsweise was ich überhaupt unter dem Punkt meine. Und zwar sind die Entwickler ziemlich aktiv im Forum und ich empfehle jedem, sich im Forum auch anzumelden und zu gucken, was die Entwickler dort schreiben. Ihr könnt diese übrigens auch im Forum markieren und die meisten versuchen auch regelmäßig auf die Spieler zu antworten. Denn hier gibt es immer wieder neue Informationsupdates, warum, was jetzt wie gemacht wird, auf was sich gerade konzentriert wird und warum vielleicht etwas gerade nicht kommt, was die Spieler aber sehnsüchtig erwarten würden. Als Beispiel wäre die Information für die Testserver.
Denn viele Spieler sagen, hey Leute, spielt doch die Updates erstmal auf dem Testserver auf, konzentriert euch dann darauf, guckt, wie schaut's aus, hat der Bugfix geklappt, sind neue Bugs dazugekommen etc. Können wir das Ding überhaupt live schicken? Da haben die Entwickler auch schon gesagt, dass sie diesen Testserver auch gerne hätten, aber aktuell einfach die Prioritäten woanders gesetzt sind, was ich natürlich verstehen kann. Aktuell wollen sie Game-Breaking-Bugs oder Exploits natürlich erstmal fixen, bevor sie viel Mühe in einen Testserver stecken. Außerdem ist so ein Testserver auch nicht innerhalb von 2 Minuten aufgesetzt, denn da gehört noch einiges mehr dazu. Vor allen Dingen müsste man halt gucken, wie man das auch mit den ganzen Charakteren macht etc. Dann, wenn man sich einfach mal Amazon Game Studios anguckt, wird man feststellen, dass die verdammt viele Stellen ausgeschrieben haben, was ja auch bedeutet, dass sie relativ gutes Geld mit dem Game gemacht haben und das Game auch ausbauen wollen. Nur neue Mitarbeiter zu finden, sodass das Ganze auch alles schneller vorangeht und man gegebenenfalls noch fachkundigeres Personal da hat, dauert eben auch seine Zeit. Die sind nicht mal eben über Nacht gefunden. Kommen wir jetzt zu den positiven Dingen, meiner Meinung nach. Da haben wir zum einen das Leveling-System. Das Level-System in New World finde ich ziemlich geil, denn man hat sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Leveln angehen kann. Man kann craften, man kann sammeln, man kann Quests machen, man kann Dungeons gehen, man kann grinden und man kann Townboards-Quests machen. Das heißt, für jeden ist irgendwie was dabei. Und tatsächlich sind alle worth. Das heißt, egal was du davon machst, du kommst mit deinem Level auf jeden Fall voran. Das ist in anderen MMOs meistens nicht so der Fall. Entweder du musst tatsächlich stundenlang Quests grinden, stundenlang denselben Dungeon gehen, kannst gar nicht craften, gar nicht sammeln, um zu leveln, oder musst nur grinden, oder grinden bringt nichts, du kannst nur Quests machen. Da gibt es die unterschiedlichsten Arten und bei New World finde ich es relativ balanciert tatsächlich. Ich habe zum Beispiel meine ersten 35 Level nur mit Crafting und Sammeln verbracht. Nichts anderes habe ich gemacht. Ich habe nur gecraftet und gesammelt, keine Quests gemacht und so gut wie keine Mobs gekillt. Von daher finde ich es gut, dass man hier einfach die Wahl hat, wie man gerne auf Level 60 kommen würde oder beziehungsweise, dass man halt eben immer wieder auch mal andere Dinge machen kann und trotzdem im Level voranschreitet. Dann finde ich das Erfolgssystem von New World relativ gut. Irgendwie habe ich selten ein MMO gehabt, wo mich die Erfolge so motiviert haben, was zu machen oder was zu grinden. Irgendwie fühlt es sich in New World anders an und einfach gut, wenn man einen Erfolg bekommt. Ich weiß nicht, ob das die untermalte Soundkulisse ist oder dass man regelmäßig die Sachen bekommt. Aber ich persönlich finde das Erfolgssystem tatsächlich ziemlich gut. Dann haben wir natürlich noch den ausschlaggebenden Punkt Grafik und Ton. Liebes Amazon Game Studio, egal wen ihr da beim Ton beschäftigt habt als Sounddesigner, bitte behaltet diesen Menschen oder diese Menschen. Die machen ihren Job verdammt gut. Das Game sieht mega stimmig aus, es hat einfach eine bombastisch detaillierte Grafik. Für mich persönlich macht es einfach sehr viel Spaß. Abgesehen davon, wenn der Bildschirm flackert, weil die Schatten gerade rumbacken, macht es sehr viel Spaß, einfach die Gegend zu erkunden und anzuschauen. Dann finde ich gut, dass man New World auch relativ langsam spielt. Ja, es gibt MMOs, da rushst du durch die Gegend, rennst durch die Gegend, teleportierst dich durch die Gegend, bist nur auf Achse und alles so schnell wie möglich. Hier, dort, jenes und schnelles Kampfsystem und zack, 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 da geht alles von Schlag auf Schlag. Doch hier in New World fühlt sich das alles ein bisschen ausgebremster und langsamer an. Und genau das finde ich so gut. Es eignet sich so gut, um nach einem stressigen Arbeitstag mal eben runterzuschalten und einfach eben mal auf ein paar Erze zu kloppen oder den einen oder anderen Mob zu killen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr entspanntes Spiel, was aber auch gleichzeitig herausfordernd ist. Dann haben wir das Fertigkeiten- und Kampfsystem. Ich persönlich bin da mega der Fan von, ich mag Dark Souls, ich mag auch Guild Wars und Guild Wars hatte das ja auch schon so einigermaßen ungefähr eingeführt und hier ist es halt nochmal ein bisschen deutlicher. Du hast nur 3 Fertigkeiten, insgesamt 6, wenn du die Zweitwaffe mitzählst und viel ist darauf ausgelegt, dass du halt parierst, beziehungsweise nicht parierst, sondern blockst, ausweist und eben mit deinen normalen Schlägen handhabst oder eben zum Beispiel mit der Muskete Kopfschüsse machst. Dann finde ich den PvP-Gedanken in New World relativ cool. Ich persönlich muss einfach sagen, dass man es als Spieler relativ einfach hat, am PvP teilzunehmen.
Du kannst Outpost Rush in jeder Stadt annehmen. Du kannst dich in den Städten für die Krieger anmelden oder zur Verteidigung anmelden. Du kannst in jeder Stadt einfach PvP an- oder ausmachen, PvP-Quests annehmen oder nicht. Du hast sehr viele Möglichkeiten und bist auch vor allen Dingen sehr einfach daran gebunden, wie du ins PvP gehen kannst. Ich habe selten in einem MMO so viel PvP betrieben wie in New World. In vielen MMOs habe ich sogar PvP komplett außen vor gelassen, weil ich nicht gerafft habe, wo ich überhaupt hin muss für PvP, weil das nur in einer bestimmten Stadt ging oder man sich dann nur anmelden konnte über den Dungeon Browser und man sich das dann suchen konnte. Dann gab es kein Open World PvP, dann gab es in dem anderen Game nur Open World PvP, in dem anderen Game gab es gut gar kein PvP, sondern nur so Duelle oder so. Ja, es gibt natürlich auch andere MMOs, die machen ihr PvP-Gedanken sehr, sehr gut, aber ich persönlich finde den aktuellen New World halt auch einfach mega top. Hierzu würde ich natürlich gerne eure Meinung hören. Das heißt, wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid oder nochmal einen anderen Gedanken mit reinbringt, den ich vielleicht gar nicht mal so überdacht habe oder so, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darauf, mit euch zu diskutieren. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den Verbesserungsvorschlägen. Meine persönlichen Verbesserungsvorschläge, ich sage jetzt mal so die Top-Verbesserungsvorschläge, wären als Überpunkt erstmal das Auktionshaus. Hier würde ich eine Suchfunktion einführen, ja, gerade, dass ich die Sachen nach Stats oder nach Bonis einfach filtern kann, ja, dass ich nicht irgendwie jede Waffe durchgucken muss, sondern sagen kann, ich will eine nur mit Konstitution haben und der mir dann eben genau diese auflistet. Außerdem sollte man die Kaufangebote nach Lager sortieren können. Das heißt, ihr habt ja unter dem Reiter Verkaufen und dann alle Angebote habt ihr quasi alles das, was andere Spieler gerne kaufen möchten. Jetzt weißt du aber gar nicht, ob du die Dinger überhaupt auf irgendeinem Lager hast oder nicht. Und hier wünsche ich mir einfach einen Button, bitte nur das anzeigen, was ich auch tatsächlich selber besitze. Dann hätte ich gerne auch noch die Funktion, dass ich speichern kann, welche Handelsposten mir angezeigt werden. Denn jedes Mal, wenn ich den Handelsposten neu aufmache, sehe ich nur den aktuellen Handelsposten. Es wäre viel cooler, wenn ich irgendwie beim letzten Mal alle Siedlungen ausgewählt habe, dass ich beim nächsten Öffnen des Handelspostens ebenfalls wieder alle Siedlungen sehe. Und dann sollte man sich halt eben noch überlegen, damit die Wirtschaft halt vielleicht nicht ganz so zugrunde geht, zumindest irgendwie einen Mindestpreis oder sowas für alle Gegenstände zu erheben. Das heißt, man kann gewisse Gegenstände oder halt alle Gegenstände gar nicht unter einem gewissen Talerbetrag in den Handelsposten stellen. Das hat natürlich auch seine Negativpunkte und ich weiß auch gar nicht, ob das so die beste Idee ist. Allerdings finde ich schon, dass man unter Umständen mal in so eine Richtung denken könnte. Dann bezüglich des Kampfsystems, ja, das habe ich eben gelobt. Aber auch hier gibt es natürlich, zumindest von meiner Seite aus, einen Verbesserungsvorschlag und der lautet mehr Individualität. Das heißt, zum Beispiel halt eine Parierfunktion einfügen. Ich finde das stupide Blocken und Angreifen aktuell noch ein bisschen, es geht in die richtige Richtung, es ist ganz cool, aber es fehlt noch das gewisse Etwas. Und gerade so eine Parierfunktion wie aus Dark Souls im richtigen Moment zu parieren und dann einen extra großen Gegenangriff starten zu können oder eben, dass der Gegner ganz kurz gestunt ist oder so, fände ich eine relativ coole Funktion. Die sollte dann aber natürlich auch, wie in Dark Souls, relativ schwer zu timen sein. Der nächste Punkt wäre das World Design. Es sollten weniger wiederkehrende Städte, Gebiete geben, so dass mehr Abwechslung in das Game kommt. Aktuell gehst du in 10 Gebiete rein und siehst 10-mal dasselbe Haus oder du siehst 5-mal hintereinander dieselbe Höhle oder sogar 2-mal hintereinander die komplett selbe Stadt, nur dass da irgendwie ein Fass umgestellt wurde. Das persönlich nervt mich persönlich tatsächlich gefühlt am meisten. Denn ich möchte natürlich die Welt immer weiter neu entdecken und das funktioniert nicht, wenn die Sachen immer wiederkehrend neu kommen. Außerdem sollten sie halt nochmal ein paar mehr Mob-Typen einfügen, denn im Endeffekt besitzt das Game nur 5 unterschiedliche Mob-Typen, was natürlich von Level 1 bis Level 60 relativ ernüchternd ist.
dann wünsche ich mir auf jeden Fall noch eine Glück- bzw. kritische Chance-Info im Charakterbildschirm. Das heißt, ich will sehen, was ist der Grundwert meines Charakters an Glück? Mit wie viel Prozent konnte ich jetzt das Glück steigern? Bei wie viel Glück stehe ich denn jetzt überhaupt? Und was bedeutet denn Glück überhaupt? Ich finde, hier sollte es auch generell mehr Durchsichtigkeit geben, was das Ganze angeht. Das heißt, wenn ich jetzt 1000 Orchialkum-Erz kloppe, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, ein seltenes Erz zu droppen? Und wie viel Prozent wird diese Chance denn dann überhaupt wirklich tatsächlich erhöht? Genauso wie die kritischen Treffer, die ja aktuell irgendwie mehr random sind als alles andere. Wir haben zwar ein paar Fertigkeiten, erhöht das um 10%, aber wenn du halt noch nicht mal weißt, wie die aktuelle Prozentzahl bzw. die Standardprozentzahl ist, kannst du dir noch nicht mal ausrechnen, bei wie viel Prozent Crit du jetzt bist. Und ich finde, gerade bei einem MMO sind solche Sachen einfach Kernelemente, die man wissen muss als Spieler. Generell sollte es auch ein durchsichtigeres Design bezüglich Loot-Chancen und Stats geben. Viele Sachen sind noch viel zu schwammig beschrieben. Alleine die Trophäen, da steht, ihr kriegt eine geringe Chance mehr zu finden. Ja, was ist denn eine geringe Chance mehr? Ist das jetzt 0,2%, als wäre das irgendwie ein Billo-Ausrüstungsteil? Oder ist das 1700 Punkte, wie bei dem Buffhut? Man kann sich einfach nichts darunter vorstellen. Und das sollte einfach alles durchsichtiger gemacht werden. Dann sollten sie natürlich als nächstes auch noch das Quest-System erweitern. Wie ja schon erwähnt, gibt es aktuell relativ viele Probleme für Spieler, die das Quest-System ziemlich lame finden. Und auch hier sollten halt einfach ein paar mehr individuelle Quests eingefügt werden, sodass es auf Dauer nicht so langweilig wird. Was ich persönlich auch noch richtig wichtiger Punkt finde, ist einfach Crafting-Diversität. Ja, wir haben aktuell, egal was ihr macht beim Rüstungsschmied, beim Waffenschmied, beim Schmelzen etc., du brauchst für alles Eisen. Egal wie hoch du craftest, du baust für alles ausnahmslos Eisen. Das heißt, Eisen ist einfach mit am wertvollsten im ganzen Game. Und das müsste man irgendwie beheben. Das würde auch gehen, denn zum Beispiel für Level 30, für Level 50 fehlen ja noch relativ die Ausrüstungsgegenstände. Man kann sich da nichts craften, irgendwie als Rüstungsschmied oder als Waffenschmied oder so, zumindest sehr, sehr wenig. Und hier könnte man halt eben zusätzliche Dinge einfügen, zum Beispiel, dass man einfach aus Silberbarren und Orealkumbarren eben nochmal neues Erz machen könnte oder aus Silberbarren und Sternenmetall oder sowas. Oder aus Platinbarren und Goldbarren werden dann andere Barren. So dass man einfach nochmal ein bisschen Diversität reinbringt und halt nicht für alles Eisenerz braucht. Dann sollte man sich noch einmal Gedanken über die Main Story Instanzen machen. Achtung, Spoiler! Wer jetzt hier nicht gespoilert werden will, der spult bitte weg. Oder schließt das Video und geht spielen. Und kommt mit Level 60 nochmal wieder oder so. Denn in den Main-Story-Instanzen ist es ja aktuell so, dass ihr ja einmal zum Beispiel auf Level 30, soweit ich mich erinnern kann, und auf Level 50 einen Boss habt, den ihr besiegen müsst. Dieser Boss befindet sich in einer Instanz. Und in diese Instanz kommt ihr nur rein, wenn ihr die Quests aktuell habt. Und dieser Boss ist verdammt schwer. Besonders der auf Level 50. Den haben wir zu 9 gekloppt. Zu 9? Ja, der geht auch mit 5, aber selbst mit 9 Leuten hat es einfach extrem lange gedauert. Vor allen Dingen durch den Debuff, den man da bekommt. Und wenn man dann keine Tränke dabei hat, dann wird es extrem schwer. Und alleine ist der so oder so nicht zu machen. Und es gibt wirklich viele Spieler, die suchen andauernd Gruppen danach, kriegen keine Gruppen zusammen, weil nicht genug Spieler vorhanden sind, weil die vielleicht in einer blöden Zeit online sind oder. Und es kann halt nicht sein, dass du in der Main-Story-Quest nicht weiterkommst, weil du keine Spieler findest, weil es keine Möglichkeit gibt, dass Leute, die die Quest schon beendet haben, da in die Instanz reinkommen. Das sollte auf jeden Fall dringendst überarbeitet werden, denn ansonsten wird das in Zukunft noch zu großen Problemen führen, gerade wenn vielleicht gerade aktuell weniger Spieler spielen. Dann fände ich es noch ein nice to have zumindest, dass man wie in anderen MMOs seine Skins tauschen kann. Es gibt so geile Skins in dem Game, die droppen aber meistens irgendwie nur T1 und T2 oder nur in ungewöhnlich oder in selten, aber nicht in Legendary oder Epic. Da droppen dann irgendwelche Billo-Skins. Das heißt, ich würde gerne die Sachen, die ich schon mal eingesammelt habe, gerne
transformieren können. Ja, und das waren eigentlich so für mich persönlich die wichtigsten Verbesserungsvorschläge. Habt ihr noch weitere Verbesserungsvorschläge, die ihr gerne anbringen würdet, die gegebenenfalls auch neutral gemeint sind und nicht sowas wie ja, fix das Game doch mal insgesamt. Dass es gemacht werden muss, ist logisch. Das muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Und anstatt übrigens den ganzen Tag in dem scheiß New World Chat rumzuflamen wie sonst was, könnt ihr euch auch einfach mal 2 Minuten die Mühe machen und die Bugs, die ihr findet, einfach gemütlich aufschreiben und ganz neutral im Forum an die Entwickler schreiben, sodass diese sich auf diese auch konzentrieren können. Ich weiß, es war ein sehr salziges Video und kein so entspannter Guide, wie es sonst ist, aber auch das muss halt irgendwie mal gesagt werden. Und wie gesagt, nochmal zum Abschluss, ich möchte das Game nicht zu 100% verteidigen oder sonst was. Ja, ich habe 400 Spielstunden darin, ja, mir macht das Game Spaß, aber ja, mir geht auch sehr viel mega auf den Sack. Nur ich bin einfach kein Mensch, der so heftig davon getriggert wird und der auch einfach mal 2 Meter weiter denkt und ein bisschen Verständnis zeigt. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder oder beim nächsten Livestream. Danke, euer Luzi.